Deutschland ist wieder, wie schon im März 2020, im Lockdown. Inzwischen hat wohl jeder gemerkt, dass uns diese Corona-Pandemie noch eine ganze Weile begleiten wird. Zum einen sind Impfstoffe noch rar, zum anderen wird sich der Zugang zu diesen doch noch eine ganze Weile hinziehen. Ich starte daher jetzt eine Serie, in der ich euch kurz und prägnant Programme vorstelle, die euch das Arbeiten von zu Hause erleichtern, aber eben auch den Kontakt zu euren Freunden, Verwandten, generell Mitmenschen vereinfachen. Wenn du also erfahren möchtest, wie du von zu Hause aus trotz Lockdown handlungsfähig bleibst, dann bleib jetzt dran. Und wir beginnen mit Zoom als einem der vielleicht wichtigsten Hilfsmittel im Lockdown, denn mit Zoom kannst du Videokonferenzen in beliebiger Größe durchführen und du bleibst dadurch im Kontakt mit deinen Freunden oder auch mit deinen Geschäftspartnern. Dazu sind praktisch keine technischen Vorkenntnisse notwendig. Du benötigst lediglich einen Rechner mit einer Webcam und ein paar Kopfhörer mit einem Mikrofon. Du hast dieses Equipment bereits? Dann legen wir los. Ich empfehle dir zuallererst, die Zoom-Software herunterzuladen, also den sogenannten Client oder das Dienstprogramm von Zoom. Die neueste Version davon findest du immer unter www.zoom.us/download. Das ist das Download-Center von Zoom, wo du die Zoom-Software herunterladen kannst. Lass dich nicht von den vielen Knöpfen verwirren, die man hier noch sieht. Du benötigst nur den Zoom-Client für Meetings. Klicke auf Download und starte das Programm mit Doppelklick. Beim Starten der Zoom-Software wirst du immer gefragt, ob du an einem Meeting teilnehmen möchtest oder dich anmelden möchtest. Um selbst auch Meetings durchführen zu können, solltest du dich registrieren. Dazu gehst du auf Anmelden. Falls du bereits über ein Google-Konto oder über ein Facebook-Konto verfügst, dann kannst du dieses nutzen, um dich auch bei Zoom anzumelden. Das machst du über diese beiden Schaltflächen. Du kannst dich aber auch einfach mit deiner E-Mail-Adresse registrieren. Dazu klickst du auf Kostenlos anmelden. In diesem Fall öffnet sich automatisch eine neue Seite in deinem Browser, in der du zunächst dein Geburtsdatum einträgst und danach die E-Mail, mit der du Zoom verwenden möchtest. Und mit dem Klick auf den Registrieren-Knopf hast du die Registrierung bereits abgeschlossen. Ich habe mich nun angemeldet und sehe im Zoom-Dienstprogramm jetzt die Startseite. Bevor du dein erstes Meeting startest, noch der kurze Hinweis. Es kann sein, dass dich dein Computer um Freigaben bittet für deine Kamera oder für dein Mikrofon. Diese musst du bestätigen, damit Kamera und Mikrofon im Zoom-Meeting funktionieren können. Für dein allererstes Meeting klicke einfach auf den orangenen Knopf Neues Meeting. Es öffnet sich sofort ein Fenster mit dem Kamerabild von dir. Du musst dann noch die Freigabe geben für den Ton, indem du hier per Computer dem Audio beitreten anklickst. Und schon läuft dein erstes Meeting. Du bist jetzt natürlich noch alleine, aber du kannst jederzeit Gäste einladen. Klicke dazu auf Teilnehmer, dann hier unten auf Einladen und kopiere dann ganz einfach den Einladungslink. Dieser Einladungslink wird dann in die Zwischenablage deines Computers kopiert und über Steuerung V kannst du diesen Link dann in einer E-Mail oder in einer Chatnachricht an deine Freunde weiterleiten. Was sind jetzt die wichtigsten Funktionen in einem Zoom-Meeting? Nun, da gibt es zunächst einmal die Steuerung von Kamera und Mikrofon. Du kannst jederzeit dein Mikrofon ausschalten, indem du auf das Mikrofonsymbol klickst. Und dasselbe gilt für das Kamerabild. Darüber hinaus gibt es noch den Chat. Den klickst du hier an und du kannst darin Textnachrichten an andere Teilnehmer während des Meetings schreiben. Schau aber vor dem Absenden immer genau nach, an wen deine Nachricht geht, ob du an alle schreibst oder nur an einen bestimmten Teilnehmer. Das siehst du hier in dieser Schaltleiste. Und wie kannst du an einem Zoom-Meeting von jemand anderem teilnehmen? Nun, wenn du einen Zoom-Einladungslink bekommen hast, dann klickst du einfach auf diesen. Ich habe jetzt ein Meeting gestartet und mich selbst dazu eingeladen. Ich rufe den Link auf und dann kommt immer die Aufforderung, das Zoom-Meeting zu öffnen. Diese Aufforderung solltet ihr zustimmen, über Zoom-Meetings öffnen. Als nächstes seht ihr euer Bild nochmal in der Vorschau, bevor ihr in das Meeting reingeht, könnt überprüfen, dass euer Kamerabild in Ordnung ist. Und dann wählt ihr, ob ihr mit angeschalteter oder mit ausgeschalteter Kamera dem Meeting beitreten wollt. Es ist dann sehr wahrscheinlich, dass ihr zunächst eine solche Wartemitteilung zu sehen bekommt. Das heißt, dass der Gastgeber den Warteraum aktiviert hat und jeden Teilnehmer einzeln in das eigentliche Meeting einlädt. Aber keine Angst, der Gastgeber bekommt einen Hinweis darauf, wenn ihr euch in diesem Warteraum befindet. Ich werde mich nun selbst als Teilnehmer in mein Meeting einladen. Und schon bin ich in meinem Meeting drin. Erkennt ihr unter anderem, dass ihr unter Teilnehmer eben
zwei Teilnehmer seht. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine wichtige Funktion, und zwar die, wie ihr selbst ein Meeting für die Zukunft planen könnt. Ihr wollt ja vielleicht nicht immer sofort ein Meeting starten, sondern das schon mal vorab festlegen. Auch das macht ihr am einfachsten in der Zoom-Software, indem ihr auf Planen klickt. Auf diesem kurzen Bildschirm könnt ihr alle relevanten Einstellungen vornehmen für ein Meeting für die Zukunft. Wenn du jetzt auf Speichern klickst, dann wird dein Meeting geplant von Zoom und du findest es hier direkt im Startbildschirm unter den kommenden Meetings. So, nach dieser 5-Minuten-Erklärung zu Zoom bist du jetzt sofort startklar und kannst in Kontakt mit deinen Verwandten oder Freunden treten. Wenn du noch mehr Informationen zu Zoom willst, dann schau auf meinem Kanal nach. Hier habe ich schon sehr viele Videos zu der Zoom-Software und einzelnen Funktionen, auf die ich hier nicht eingegangen bin, veröffentlicht. Danke für deine Aufmerksamkeit und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Zoom. Bleib gesund.